Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Mit dabei ist Tobi. Und wir gehen umskillen, also sobald wir hier rauskommen, weil ich darf ja hier. Ach, hier darf ich jetzt wieder raus teleportieren. Nett. Dann gucken wir erstmal, wo wir hier noch rauskommen, nachdem wir diesen Magma-Lindwurm zernichtet haben. Möchte ich fast sagen. Ach, deswegen können wir hier raus teleportieren. Ja, okay. Und hier unten wieder rauskommt. Das ist aber wieder Limgrave, oder? Oh, das wäre Limgrave. So, wir gehen umskillen, habe ich gesagt. Machen wir. Zack. In die Akademie von Raya Lucaria. Und dann gibet Mondlichtklingengedöns hier, ne? Ihr wisst Bescheid. So, bevor wir das jetzt eigentlich machen, muss ich halt wissen, wie viel ich für diese Klinge brauche. Dann ist es natürlich richtig gut, dass wir erstmal die ganzen guten Dunkelschmiedesteine in die anderen Waffen geballert haben, vorletzte Folge. Also wir brauchen 12 Stärke, 18 Geschick und 23 Weisheit. Das heißt, wir kommen doch noch zu unserem Magic-Bild. Ist doch schön. 12 Stärke, Weisheit 23 und Geschicklichkeit 18. Ja, Mensch. Ja. Wenn es Manny ist. Achso, Anpassung ist hier. Der Quark, genau. So, dann fangen wir auch mal mit diesen wichtigen Sachen an. So, jetzt haben wir noch 11 Punkte über. Wo gehen die denn jetzt rein? Ich möchte tatsächlich ganz gerne aber trotzdem Stärke und Geschick so auf 20 haben und dann halt meine Kraft pushen. Weil jetzt müssen wir eventuell halt auch wieder gucken, dass wir auf die andere Waffe nochmal zurückswitchen. Hier auf die hier. Ne, weil wir jetzt die andere nicht mehr tragen können. Was aber erstmal nicht schlimm ist. Zack. Aber dafür können wir uns jetzt wieder ein bisschen freier bewegen, was die Rüstungen angeht. Wir können zum Beispiel die gesamte Zwillingsrüstung anlegen und haben immer noch hier gute Belastung. Kann ich die eigentlich mittlerweile öffnen, hier die Truhe? Verdammte Axt, aber auch. So. Jetzt müssen wir die natürlich trotzdem erst ein bisschen aufbuttern. Dafür brauchen wir ein paar Runen. Wo kriegen wir den jetzt am zackigsten her? Ja, komm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir da brauchen. Das ist halt das Problem. Was haben wir denn noch so für Dark Smithing Stones? Ich tippe mal drauf, dass das nämlich der Wahl sein wird. Wir haben sogar noch bis 4 alle. Wir müssen nur uns eine für 5 suchen. Na gut. Das ist ja schon mal etwas. Dann brauchen wir also nur Runen zum Upgraden. Können wir eigentlich mal hier in Festung Farrath gucken, weil da droppen doch häufiger mal so ein paar große Runen, also hier die Neuner oder so ein Quark. Ich glaube, mittlerweile sollten die Gegner nicht mehr ganz so schlimm sein. Weiß es aber ehrlicherweise nicht, wenn wir jetzt herausfinden. Ah, gut, wieder ein Katana zu schwingen. Das ist ein ganz anderer Schaden, den wir hier machen. Und die geben halt auch selber schon ganz gut Runen, ne? Also. Das dürfte sich ausgehen.
Okay, bei denen weiß ich immer noch nicht hundertprozentig, ob und wie gut. Weil der Schaden ist jetzt nicht ganz kacke. Aber meine Giftresistenz ist halt ganz kacke. Also ich muss halt, glaube ich, vieles über den Bleedbrock gehen. Geht auch vieles über den Bleedbrock. Da war er nämlich. Ja, genau. Goldene Rune 9. Damit müssen wir auch schon genug haben. Ich glaube, die 9er Rune, die gibt sogar recht viel. Ah, 3800. Ja, ich weiß nicht, ob es für plus 4 reicht, aber werden wir rausfinden. Eine Tafel der Gnade. Entschuldigung, eine Tafelrunde heißt das. Tafelrunde. Genau. Zack. Zack. Oh, das ist deutlich günstiger als der andere, weil das keine Riesenwaffe ist da. Ja gut, dann müssen wir jetzt halt nur gucken, auf welches Attribut skaliert das am meisten. Und dann bauen wir uns jetzt halt noch einen schönen magischen Schadensbild drumrum. Würde ich jetzt mal behaupten. Da brauche ich nur noch von irgendwo her einen Zauberstab. Aber da sollte dran zu kommen. Haben wir vielleicht einen? Ich weiß ja nicht, was ich gerade so alles noch eingesammelt hatte. Siegel. Naja, ein Siegel habe ich, aber. Naja. Auch nicht schlimm. Na, gucken wir mal, ob die hier was verkauft. Fingersiegel fürs Wunderwirken, aber leider nichts anderes in der Hinsicht. Ein bisschen schade, aber nicht schlimm. Würde es sich jetzt sogar lohnen, ein bisschen in Arkan zu skillen, ne? Also Arkanenergie, weil das Blutung verbessert. Haben wir eigentlich noch so eine Larventräne, falls uns jetzt auffällt, dass das kompletter Scheiß war? Nee, sehr gut. Ich bin ja immer ein Freund von gut überlegten Entscheidungen. Ja, wo man auch ehrlich sein muss, es gibt ja keine falschen Builds, man muss halt nur mit jedem wieder lernen zu spielen. Und daher ist das alles entspannt. Guck mal, jetzt können wir sogar den magischen Platzregen benutzen und das Gravitationsfeld. Das ist doch nett. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier bei dem Zauberer vorbei in Leonia und gucken mal, ob der zum einen einen Zauberstab verkauft, was ich sehr befürworten würde, und zum anderen, was der für Zauber hat. Und dann müssen wir uns noch darum kümmern, ob wir überhaupt einen Zaubereiplatz haben. Aber das kriegt man im Zweifel, glaube ich, mit ein, zwei Leveln hin. Hatte der uns nicht eigentlich auch von der Akademie erzählt? Da könnte jetzt auch sein, dass der noch irgendwie. Ja, okay, ich kriege hier den Schimmersteinkiesel. Das ist doch nett. Aber jetzt habe ich immer noch keinen Zauberstab. Gab es irgendwelche Händler hier an der Akademie? Nee, aber.
Vielleicht bei Miriel, vielleicht kommt man da was kaufen. Ich habe es ehrlicherweise wieder vergessen. Mein Gehirn ist ein Sieb. Ein höchst sympathisches Sieb, aber ein Sieb. Herrchen. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit hier, ne? Ich glaube, Weisheit wird jetzt auch so ein bisschen gelevelt. Ja, ich brauche halt nur noch einen verdammten Zauberstab. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde das mal eben kurz recherchieren. Und Was denn? sonst wird das, glaube ich, eine sehr suchintensive. Nicht Elfenring, Eldenring. Zauberstab finden. Einer der besten Fundorte, den ihr schon früh erreichen könnt, ist die Waldruine des Halbmenschen. Sie befindet sich im südlichen Teil von Limgrave. Den Teil kenne ich und noch auf der Weeping Peninsula. Ungefähr hier. Das Teil hier. Ja gut, dann würde ich sagen. Spoilern wir uns nicht weiter. Gucken wir uns den Teil mal selber an. Ist auch nicht so weit weg. Ja, moin! Also ich bin mit dem Moveset schon mal sehr zufrieden. Das auf jeden Fall. Muss ich mich hier nur ein bisschen orientieren. Hier wird es doch jetzt bestimmt wieder so einen Gang nach unten gehen. Und den müssen wir jetzt finden. Wahrscheinlich da hinten, oder? Das sieht zumindest groß aus. Okay, ich glaube, der ist auch nicht auf einen langen Bogen plus 15 konzipiert. Guck mal, Stab der Halbmenschenkönigin. Perfekt. Und eine Kristallnova. Ist doch nett. Perfekt. Das ging doch jetzt reibungslos.
Weil ich nicht weiß, wie man den jetzt aufwertet. Wenn er natürlich auch mit Dunkelschmiedesteinen aufgewertet wird, ist das so meh. Ish. Zumindest bis ich die kaufen kann, also die 5er und 6er. Die wären da, glaube ich, jetzt ein bisschen das Problem. Kaboom. Glaubensknoten, Kristallträne. Na dann. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, mit was das aufgebessert wird. Und hoffen einfach mal drauf, dass es normale sind. Also gut. Ich glaube, 1 und 2 können wir noch bei Ijing kaufen. Und ansonsten 3 und 4 können wir hier auch schon, weil wir die Bearing haben. Nee, Schmiedesteine. Wunderbar. Da haben wir ein paar von. Und die können wir kaufen. Das ist hochangenehm. Oh, B-Scaling schon. Okay, ich verstehe. Beginne zu verstehen. So rum. Ich kann auch hier mal ein bisschen was verkaufen. Ne? Und dann da drüben. Das kann ich auch direkt da drüben machen. Das ist irgendwie ein bisschen zeiteffizienter. Da kann man aber schon mal ein paar Zauber ausrüsten. Zack. Und zwar hätte ich gerne den Schimmersteinkiesel, den ja, großen Schimmersteinkiesel. Aber wir müssen jetzt auch ein bisschen gucken, dass wir halt. Also der kostet halt 12 FP, den können wir jetzt nicht ganz so oft machen. Weil wir müssen jetzt auch wieder so ein leichtes Gleichgewicht finden zwischen FP-Flaschen und anderen Flaschen. Aber ich würde das mal so machen. Also hier hätte ich gerne den kleinen drauf. Das ist in der Handhabung hier schon wieder sehr interessant. So würde ich das erstmal machen. Dann haben wir quasi drei Seelenpfeilarten. Und wenn sie jetzt Schimmersteinsplitter heißen, dann müssen wir noch die Flaschen anpassen. Das war, weiß ich nicht, irgendwie so. Das auf 8,4 machen. Haben wir gerade Klangperlen? Nein. Gut. So, wie viel brauchen wir jetzt? Wir haben den auf plus 4, das heißt, wir brauchen 10 Stück. Wir haben da so viele von. Das heißt, jetzt kann ich hier ein bisschen was. Ich kann hier gar nicht verkaufen. Warum nicht? Das ist doch schon wieder unnötiges Hin- und Hergerenne. Ja, ein paar Punkte in Weisheit wären sinnvoll gewesen. Also nicht in Weisheit, hier in. Ach, die FP-Verbesserungsstat. Keine Ahnung, wie das Ding genau hieß. So. Erstmal die Runen verkaufen. Dann. Ja, diese Roba-Früchte und alles andere, was hier so drumherum schwirrt, das ist halt auch irgendwie was, das sammelt man so beim Reiten ein. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie mit haushalten muss. Das heißt dann davon zwei, dann davon brauchen wir 8 Stück noch und davon noch 5. Oder brauchen wir noch ein paar Runen? Guck mal, was kann man weg tun? Schwert der Getreuen, Claymore kann weg. Das kann weg. Das kann. Na, ja, doch, das kann weg. Wir haben jetzt das. Zack, zack, zack. So, das Siegel kann weg. Hier unten die schweren Schilde können auch weg, weil die werden wir nicht mehr brauchen. Der war sowieso im wahrsten Sinne des Wortes Schrott. Die sehen stylisch aus, die würde ich gerne behalten. Die werde ich nicht tragen, die sieht auch kacke aus.
Oh ja, da müssen wir gleich mal durchgucken, durch die ganzen Talismane. Ob die jetzt überhaupt noch so passen. Also das auf jeden Fall, weil das sind freie 20 Level. Das würde ich auf gar keinen Fall abgeben. Aber das ist jetzt natürlich zum Beispiel für uns interessant. Ne? So hier, wie was mit FP. Also das würde ich auf jeden Fall schon mal mit reinnehmen. Was haben wir hier noch gerade? Resistenz gegen Magieschaden. Wir könnten stattdessen natürlich auch eine Regeneration von Lebenspunkten mal mitnehmen. Das ist gar nicht so falsch. Jetzt kaufen wir erstmal noch ein paar Schmiedesteine. Achso, und die Flasks müssen wir noch umspecken. Momentsche, das ist halt heute wieder eine richtig schöne, wir optimieren Builds. Folge. Habe ich einen? Nein. So würde ich das machen. 7-4. Da haben wir immer noch ausreichend viele Lebensflaschen, aber können jetzt trotzdem ein bisschen rumzaubern. Soll ja eh auch nur so eine Ergänzung sein. Also ich möchte jetzt hier nicht den ganzen Bild auf Zauberei umstellen. Also nicht nur. So, davon brauchen wir jetzt insgesamt 12, also nochmal 8. Davon bräuchten wir nochmal 5. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen farmen, weil wir müssen ja auch die Level-Ups noch durchziehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz ein bisschen Runenfarmen. So ein bisschen. Ein ganz klein wenig. Wir haben ja noch eine Todeswurzel von diesem einen Tibia-Seefahrer da vor dem Turm von Renala. Den können wir hier auch mal eben kurz abliefern. Keine Ahnung, was man dafür nochmal kriegt, aber kann ja nicht schaden. Bestialische Schlinge. Immerhin. Man soll ja nicht hier einen geschenkten Gaul spuckt man nicht ins Maul oder so. Wie viel Schaden machen wir jetzt eigentlich hier in diesem komischen Boss? Ist das langsam was, was man in Angriff nimmt? Weiß ich nicht. Also, ich habe das Gefühl, der one-shottet mich halt immer noch hart. Okay, er one-shottet mich nicht. Er ist kurz davor, aber er one-shottet mich nicht. Nee. Nicht mit einer Waffe, die noch nicht auf dem adäquaten Level ist. Wahrscheinlich machbar, aber zieht jetzt zu viel Zeit und Spannung. So. Dann. Na, es ist. Genau, dann einmal außen rum. Hier die Papierkiste finden. Da können wir aber durchaus mal gucken, was der Magieschaden so ist. Der ist dafür, dass wir de facto nicht großartig was gelevelt haben in der Richtung. Gar nicht schlecht. Oh, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich das schlecht finde. Das passt schon. Und auf die Art und Weise ist das eine ziemlich safe Angelegenheit. Gut, ich meine, wir brauchen exakt eine Flasche quasi pro Gegner. Aber da wir jetzt hier auch nicht stundenlang farmen wollen. Könnte das deutlich schlimmer aussehen, ehrlicherweise.
Und zum Vergleich vielleicht ein mit dem Bogen. Das irgendwie sustainable ist. Halt langsamer, ne? Also die Pfeiler ist auf jeden Fall wieder raus. Das ist gut. Ja, dann ist doch schon mal gut. Naja gut, die geben halt auch irgendwie knapp 1000 Seerunen. Und ich glaube, ein Pfeil kostet 20. Man müsste halt jetzt irgendwie noch auf den Bogen halt Blutung kriegen, indem man halt Blutungspfeile herstellt, aber da fehlen mir halt dünne Bestienknochen für. Ein Problem, an dem ich noch arbeite. Ja, okay. Gut, ich könnte natürlich einfach mal jagen gehen, aber so schön ist dann doch nicht. Ja, da liegt jetzt natürlich nicht mehr meine Waffe. Hätte man auch mal dran denken können. Ich glaube, 10.000 reichen. Das heißt, es geht zurück zur Tafelrunde. Schöne Folge, also wirklich. Spielspaß und Spannung für die ganze Familie. Achso, erst die Steine kaufen, dann die Upgrades. So viele Steine fehlten jetzt ja nicht mehr. Hier genau zwei Stück. Und den Rest der Runen investieren wir jetzt. Also, das ist halt echt ein ganz guter Spot da oben in Caelid, wenn man halt so jetzt gerade irgendwie Consumables mal eben zusammenfarmen möchte, weil. Die sind halt konstant im Preis. Beim Leveln sieht das halt anders aus. So, jetzt geht's ab hier. Ich glaube, ich habe mich nicht verkalkuliert. Zack. Plus 13, Kinders. Mit dem A-Scaling. Auf Weißer. Nice. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. So. Jo. Hier ist auch nichts Neues, ne? Ne? Ah. Doch. Jays Rapier. Talente. Keine Ahnung. Magisch. Ja gut. Das heißt, im Prinzip nächstes Mal geht es darum, wieder Dunkelschmiedesteine zu finden. Und zwar plus 5 und plus 6. Und dann halt dieses Schwert hier weiter hochzuziehen. Und Schmiedesteine plus 5 sind auch wieder gerne gesehen. Also wir gucken einfach mal, was wir so für Höhlen finden. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss. Ciao.